Hey, denk dran, nicht lächeln. Doc Mayhem hasst ein Lächeln. Und sieh dir mal dein Shirt an, das ist dreckig. Ist gut, immer lächeln auf mein Shirt. Was? Du benimmst dich komisch, seit das mit dir und Phoebe durch ist. Komisch ist im Moment nur, dass du mit deiner Pfote mein Shirt putzt. Das ist er. Hör schon auf. Hallo, Max. Ist dein Shirt etwa dreckig? Sorry, mein dunkler Lord. Ich hab einen bösen Bagel verputzt. Es wird Zeit für deine böse Bewertung. Ich möchte wissen, ob du das Zeug zum Superschurken hast. Max, sag ihm, wie du deine Schwester betrogen hast. Ja, gibt da nicht viel zu sagen. Nonsens. Die Familie rumzuschubsen ist ein großer Schritt auf dem Weg zu einem Leben des Bösen. Ich hab mal meine Oma in eine Tigergrube geschubst. Und du siehst ja, wie glücklich ich heute bin. Meine Schwester dachte, er stecke auch was Gutes in mir. Und darum hab ich das ausgenutzt und... Gib dir einen Ruck, Max. Spuck's aus. Verschwinde aus meinem Kopf, Phoebe. Hast du mich gerade Phoebe genannt? Max gibt jedem einen weiblichen Spitznamen. Mich nennt er Sheila. Worauf wartest du? Sag Dark Mayhem, ich verschwende nicht mehr meine Zeit mit dir. Wen juckt das? Ich bin immer für dich da gewesen und, böse oder nicht, du würdest das nur ungern verlieren. Das werde ich auch nicht. Du wirst mir verzeihen, so wie du es immer tust. Dieses Mal nicht. Verstehst du es nicht? Die ganze Max-Phoebe-Zwillingsnummer ist vorüber. Mit wem zum Teufel sprichst du da? Deshalb hasse ich Videotelefonie. Nein, ich hau ab. Was? Niemand läuft einfach so weg vor Dark Mayhem. Und wie geht's Mrs. Mayhem? Schnauze, Sheila. Zur Stinkepflanze kommet, dass uns der Kampf gelingt. Zur Stinkepflanze kommet, weil Bradford noch mehr stinkt. Während ihr mir derbes Ohrenbluten beschert habt, habe ich das Bulldozer-Handbuch aus dem Internet gesaugt. Platz da, du brave Memme! Oh nein, der wird uns überrollen. Rennt weg! Gut, uns aneinander zu binden war nicht so helle. Stopft nach rechts! Leb wohl, Stinky! Phoebe! Benutzt deine Telekinese, um ihn aufzuhalten. Ich krieg meine Hände nicht frei. Was ist hier bloß los? Ja, das möchte ich auch wissen. Guck doch, da ist Max. Ich zerstöre auch ganz gern Clubs Bradford. Oh je, nein! Mein Golfclub! Positive Energie und der kluge Einsatz des Buchstaben Z rettet die Stinkepflanze. Phoebs, ganz ehrlich, ich weiß, du hast gesagt, dass du mit der Max-Phoebe-Sache durch bist. Aber ich hoffe, ich kann dich umstimmen. Ich weiß nicht, Max. Warte mal bitte. Du denkst, ich hätte kein Herz. Hab ich aber. Es ist winzig, aber vorhanden. Schon wieder diese Masche? Es ist dieses Mal aber wahr, okay? Mir liegt sowas nicht. Schlag mir das Buch aus der Hand. Naja, du bist immerhin aufgetaucht. Das bedeutet aber nicht, dass ich dir vollkommen verzeihe. Danke. Wir haben es geschafft, Green Teens mit Z. Seht nur, die Stinkepflanze beginnt zu blühen. Wow, die ist ja unglaublich schön. Ich kann es kaum erwarten, sie zu zerstören! Nicht mal mein Leben stinkt so krass!